Personas richtig definieren. Mein Name Philipp Sauber und ich bin von der INM AG. Wenn Sie eine Webseite designen, startet der Prozess meistens mit dem Definieren von sogenannten Persona oder Personas. Die Zielgruppen, also Menschen, die auf Ihre Seite draufkommen. Und das ist ganz entscheidend, dass ich die möglichst detailliert beschreibe, denn das macht nachher dem Grafiker oder der Grafikerin den Prozess, das Kreieren des schlussendlichen Designs viel, viel einfacher und die Diskussionen sind kleiner, auch wenn es dann darum geht, die Geschäftsleitung einbeziehen und zu definieren, was jetzt genau auf die Seite drauf kommt. Ich habe hier ein Bild, das für mich sinnbildlich quasi spricht für Zielgruppendefinition. Das ist der Eingang beim Zürcher Zoo und da ist die Zielgruppe ganz klar definiert und die wird auch wahnsinnig gut abgeholt und genauso soll das auch bei einer Webseite sein. Hier geht es nämlich um die Kinder, die hier in den Zoo reingehen und das wird reicht, dieses Ziel, das kann ich mit Sicherheit sagen, aus eigener Erfahrung, denn hier kriegt man ein Kind kaum an all diesen Gegenständen hier vorbei. Nun, wie definiere ich eben sogenannte Personen oder Persona einer Webseite? Ich habe hier ein Beispiel von einer Website im Sport-Nahrungsumfeld und da ist eine Persona, eine Hobbysportlerin. Ich mache hier einen kurzen Steckbrief dieser Person, der wird kreiert. Ich habe hier sogar ein Bild dazu getan, damit man sich in diesem Prozess auch mit dieser Person identifizieren kann. Wichtig natürlich hier, sie übt einen Sport aus, in dem Fall ist sie eine Radfahrerin. Dann ist der Punkt, wieso kommt die auf die Seite drauf? Hier ist der Kontaktgrund, sie hat von einer Freundin von Salt Caps gehört. Das ist eine Elektrolytmischung, also sie weiß schon, um was es geht. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, denn wenn das öfters der Fall ist, dass nach Produkten gesucht wird, müssen diese auch entsprechend aufgeführt sein. Wie greift sie zu? Das kann Google, das kann irgendwie über eine Offline-Maßnahme sein, das kann der Newsletter sein, in dem Fall ist es direkt, weil sie hat gehört, dass es das bei der Firma gibt. Und über welche Tools greift sie zu? Das kann Desktop oder allenfalls auch Tablet sein. Was will sie sehen? Das ist der nächste Schritt. Sie will auf der Seite erst das Produkt finden und das ist ganz wichtig, ob es ein Shop ist oder nicht. Aber sie muss zuerst das Produkt finden, also sie muss schnell sehen, dass es das Produkt gibt, will dann sich kurz informieren oder vielleicht sogar ein Video schauen, wenn es das gibt und dann gegebenenfalls bestellen. Das ist also eine kurze Beschreibung einer Person aus der Zielgruppe von den Sportlern raus, die auf der Seite was sucht und das so detailliert wie möglich definieren. Das geht natürlich auch im B2B-Umfeld. Ich habe hier ein anderes Beispiel. Das ist eine Firma, die in der Antriebstechnik Produkte vertreibt, nicht online verkauft, sondern mehr in Beratung reingeht und dann die Produkte offline verkauft. Da habe ich auch wieder einen Konstrukteur definiert, also die Person Konstrukteur. Und da sehe ich auch wieder ein Bild dazu. Auch da habe ich angegeben, was das für ein Typ ist, damit ich mich in den versetzen kann. Hier noch wichtig, der Arbeitgeber ist drin. Das kann ja noch entscheidend sein, woher das diese Besucher kommen, von welchen Firmen das sie kommen im B2B-Umfeld. Der Kontaktgrund hier ist, er sucht Komponenten während der Entwicklungsphase. Also sind die Komponenten ganz entscheidend. Und in der Entwicklungsphase ist natürlich auch entscheidend, dass ich beraten werde. Die Quelle kann hier Google sein, es kann noch eine Messe, eine Kontaktaufnahme sein oder es kann über eine Pressemitteilung entstanden sein. Diese Möglichkeiten gibt es. In dem Fall jetzt, der kommt über den Desktop, der kommt nicht übers Handy, weil der sucht das am Arbeitsplatz. Und was wieder will er auf dieser Seite drauf sehen? Die Firma sollte renommiert sein, das ist ganz wichtig. In dem Fall jetzt, weil die Firma kleiner und eher unbekannt ist, sollte aber sehen, dass die Firma schon länger am Markt ist. Und sie sollte eben Engineering bieten, weil er sich in der Entwicklungsphase befindet. Sie sehen also die Punkte, die ich links aufgeführt habe: Name, Familie, Beruf, Arbeitgeber. Das ist so der Steckbrief. Sowas sollte drin sein im B2B-Bereich. Dann der Kontaktgrund, die Quelle und via welches Gerät er auf die Seite kommt und was will er dann auf der Seite effektiv sehen. Von diesen Personas definiere ich. Ich sage immer, nicht allzu viel, aber vielleicht 8 bis 10 Stück. Das macht der Kunde in unserem Fall meistens. Wir geben ihm vor, wie das genau funktioniert, wie er das aufzubauen hat. Ein bisschen mehr, als ich jetzt hier in dem Video erklärt habe, damit er das selber aufbauen kann. Und das wird dann, oder die Personas werden dann in einem Workshop zu den Use Cases umgewandelt, auf die Use Cases angewandt, was ich in einem von meinen nächsten Videos gerne auch noch erläutern werde, denn die Use Cases sind dann noch die Basis für die Wireframes für den ersten Schritt vom Design. Das ist also das Thema Personas oder Persona einzelner
Leute, die Besucher, die auf meine Seite drauf kommen, ein extrem wichtiger Faktor, damit eine Seite nicht einfach schön ausschaut, emotional ist, sondern dass sie eben auch richtig funktioniert. Für Anregungen immer gerne hier unten in den Kommentaren. Mein Name ist Philipp Sauber und ich bin von der INM AG.